Moin Freunde und herzlich willkommen hier zurück bei The Binding of Isaac Afterbirth. Wir machen heute wieder einen Grid Run mit einem Zufall Charakter und wir haben Kane. Kane ist von Anfang an eigentlich recht stark, hat zwei Herzen und wir bekommen Pillen. Was bekommen wir denn für Pillen? Health up, mega nice. Kleiner und Bad Trip. Okay, das war ja nicht so schön. Hätten wir jetzt eine Bombe, könnten wir uns das eine Herz schon wieder direkt holen. Haben wir aber nicht. Mist. Aber wir haben Schlüssel. Und wir bekommen einen Attack Buddy. Okay. Beim Schießen geht er quasi mit auf die Gegner drauf. Wir sind zwar schon mit Isaac, mit Kane recht stark von Anfang an. Ach, krasser Scheiß. Ja, warum auch nicht, ne? Ich hoffe, wir bekommen hier eine Bombe. Bitte, eine Bombe. Eine Bombe. Okay, erstmal ein halbes Herz. Ja, kann man mal machen. Wir müssen irgendwie an Leben kommen. Dann bin ich mal gespannt, wie das gehen soll. So, hat geklappt. Hat geklappt und... Komm, mach ihn fertig. Oh. Nein! Und ich laufe direkt in seine Tränen. Mann. Freunde, wir probieren es jetzt einfach nochmal. Wir haben es jetzt auch automatisch schon ein bisschen heller. Wir bekommen Speed und Range up und wir bekommen Schutztränen. Ist auch nice. Hier haben wir schon wieder das Herz. Mann. Quasi, wir können ganz normal schießen und unsere Tränen schützen uns ein bisschen vor den gegnerischen Tränen. Eigentlich auch recht nice. Jetzt hier ist es auch nicht so, dass ich nach der ersten... Mann! Dass ich nach der ersten Gegnerrunde direkt schon in... dass da schon Ende ist. Nein. Irgendwie... können wir hier direkt weitermachen. Hier haben wir die komischen Dick-Ducks oder wie die heißen. Den hier machen wir erstmal weg. Oder ne, doch erst den. Oh, jetzt geht's los. Jetzt wird es interessant. Oh, wie gut, dass ich meine Tränen gerade auf den einen da gerichtet habe. Oh. Alter, was geht denn jetzt hier ab? Na los. Stirbt doch alle mal. Mein Gott. Okay, das sind die letzten. Oh. Es wurde gerade ein bisschen hitzig hier um mich herum. Der muss hier einfach nur noch weg, Alter. Ja, haben wir geschafft. Mega nice. Wir haben 17 Münzen. Das heißt, wir können... was holen wir uns, Freunde? Was holen wir uns? Wir holen uns, glaube ich, erstmal... das Herz hier. Jetzt fehlt uns eine Münze. Denn das hier möchte ich auch sehr, sehr gerne haben. Da sind nämlich meine Tränen riesengroß. Wenn wir jetzt überleben, können wir uns das direkt schon kaufen. Ja, also das sind so meine Pläne, dass ich mir das auf jeden Fall kaufen werde. Ich muss halt nur überleben, ne? Oh, einmal wurde ich bis jetzt getroffen. Das ist nicht schön.
Mann, jetzt mach doch mal Ende hier. Mann! Oh. Scheiße, Alter, was stimmt denn mit dem nicht? Mann! Wir probieren es jetzt noch zum allerletzten Mal aus hier mit Kane. Mann! Das hätte so ein nicer Run werden können. Aber nein. Was haben wir hier? Ah, wow. Bringt mir auch sehr, sehr viel. Okay, ein rotes Herz haben wir schon mal. Was haben wir hier? Hier haben wir nichts Brauchbares. Nein, haben wir auch nicht. Mann. Na egal. Holen wir uns erstmal ein paar Münzchen. Und hier haben wir noch ein paar Fliegen, die ich jetzt gerade nicht so sehr anstrengend finde. Genauso wie wenig wie diese hier. Klar, wenn da ganz, ganz viele in einem Raum sind, können die echt nervig werden. Aber es gibt da deutlich schlimmere. Da wurde ich gerade durch das Furzen von den Dingen ein bisschen hin und her geschleudert. Aber mein Gott. So. Aha, ja. Wie ein Neymar über dem Platz schleiche ich mich da so durch. Jetzt hier diese komischen Dinger, die irgendwie auch komischerweise immer kommen. Komm, eigentlich müsste ich mich nur einmal treffen lassen, dann habe ich hier erstmal meine Ruhe. Aber natürlich werde ich das nicht extra machen. Na, zu spät. Was haben wir hier? Wir holen uns das hier. Piercing Shots. Und das ist, glaube ich, nicht Monstro, sondern... Wie heißt er denn jetzt nochmal? Hier, Stumpy. Was haben wir? Oh, wir bekommen Herzchen. Holen wir uns noch nicht das halbe Herz. Obwohl, wir haben hier noch ein halbes Herz. Und next. Oh, und die schon wieder. Mag ich auch nicht. Oh, ah, ah, ah. Auf jeden Fall meine Piercing Shots, die machen schon mehr Damage, muss ich sagen. Also gerade brauche ich noch deutlich länger. So, jetzt haben wir hier unsere Arschkriecher. Der erste ist auch schon weg. Jawohl. Das läuft. Hier erstmal ein bisschen Käckerle wegmachen. Kennt man ja schon. So. Wir können uns immer noch nichts Geiles holen. Was bekommen wir jetzt hier? Ach, Pin. Zweimal Pin sogar. Na denn, oh. Oh, der erste ist gleich schon weg. Oh, der erste ist schon weg und der zweite ist auch weg. Wir bekommen einen Devil Deal und können uns holen. Das hier holen wir uns. Das ist noch so ein kleines Schutzdings für... ja. Wenn wir getroffen werden, dann aktiviert sich der Vogel bei mir am Kopf. Ah, okay, das war's schon. Dann geht's doch gleich mal direkt in die nächste Ebene. Oh, Leute. Mann. Geht's direkt in die nächste Ebene. Und wir sind gespannt, was es da alles im Shop, im Geheimraum, im... nicht Geheimraum, aber... hier, Halo. Wir bekommen einen Herzcontainer dazu. Und nix. Nix. Das wäre auch noch nice, aber das wäre ein... Achso. Ah, Mann. Jetzt habe ich so viel Geld verschwendet. 5 Münzen.
Das ist, damit kann ich in der Womp-Ebene, quasi da, wo alles rot ist und so, kann ich sehen, welche Steine, sagen wir mal, besonders sind. Also, wo sich da halt welche oder Sachen drin verstecken. Oh. Ah, mein Vogel, der macht richtig Damage hier. Er gibt ja mal richtig Gas hier. Ach, da ist noch. Aha. Oh, Fledermäuse. Die Fledermäuse. Oh, ich brauche gleich Leben. Oh nein. Was mache ich nur hier? Oh, komm. Der auch. Ja. Wen bekommen wir hier? Ach, die bekommen wir. Ja, die sind ja schnell weg. Das war's auch schon. Wir können uns einen Schlüssel holen. Werden wir auch. Und wir können uns das hier noch holen. Machen wir auch. Damit haben wir jetzt erstmal kein Geld. Wir bekommen hier so ein Rubber-Dings da. Halbes Herz haben wir noch. So. Und es geht weiter. Ah, hier, dieser komische Vogel. Wo ist er? Da oben ist er ja. Oh. Ich muss sagen, Piercing Shots machen schon recht gut Damage. Also die gehen richtig gut ab. Macht Spaß. Dann hoffen wir jetzt einfach mal, dass das auch so bleibt. Warum ist das Loch da jetzt noch? Ah, okay, ist weg. Ich wollte schon sagen, jetzt sag nicht, das bleibt jetzt die ganze Zeit da. Denn das wär's ja jetzt, ne? Oh, und komm. Wow, los, stirb. Ja, Mann. Ah, da ist noch ein Spindchen. So. 9 Münzen. Holen wir uns direkt schon einen Schlüssel für die nächste Ebene. Ja, und gehen hier einmal rein. Infested und Health up. Nice. Und so. Das ist geil. Oh. Der wird versteinert. Oh. Ha. Vielleicht sollte ich mich erstmal so auf ein so ein komisches Bällchen konzentrieren und nicht gleich beide kaputt machen. Vielleicht macht das mehr Sinn, mit so einer kleinen Strategie da reinzugehen. So. La 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 la. Boah, kann das sein, dass die immer schneller werden? Oder liegt das einfach oder kommt das einfach nur so vor wegen der Musik? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, als wenn die schneller werden. Hey, die werden doch auch schneller, oder? Desto schneller die Musik ist, desto. Oder bilde ich mir das gerade nur ein? Werde ich etwa verrückt? Oh nee, Alter, Krampus. Oh, und? Mein Gott. Jo, haben wir. Und wir bekommen Krampus Head. Auch geil. Bekommen noch eine Münze dazu. Können wir uns jetzt hier noch was Schönes holen? Nein, können wir natürlich nicht. Dann würde ich sagen, ab hier rein. Oh. Bombe. Haha, witzig. Bombe haben wir auch nicht. Haben wir irgendwas? Nein, haben wir nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das schwer wird hier. Diese. Was ist das denn hier? Monkey Tiles. Range up, nehme ich mit. Aber das andere, was ist denn das andere? Oh, hier. Hammerhart. Das ist, glaube ich, Damage, oder? Nein, ist es nicht. Okay. Schlüssel brauchen wir nicht. Dann geht es los. Ein paar Spinnen, Alter, das will mich das Spiel jetzt verarschen.
noch mehr Spinnen? Also so kann die Ebene von mir aus weitergehen, wo ich nur Spinnen bekomme. Ah, okay, bleibt doch nicht nur bei Spinnen. Damage wäre nice. Aber was sage ich eigentlich in jedem Run, dass ich Damage will? Oder Damage brauche. Oha. Oha, Alter. Oha. Oh, hier, meine Flitzer sind da. So, und. So. Okay, den kannte ich. Wow, Alter. Was geht da ab? Boah, immer noch nicht. Ich will so langsam mal Sachen einkaufen. Ich will Geld ausgeben. So, jetzt aber. 18 Münzen. Wir holen uns das hier erstmal. Dann brauchen wir später noch das hier. Und ja. Die Karte wäre eventuell sogar auch noch recht nice. So, da ist der erste. Da sind die zweiten. Und jetzt. Ja, Mann. Oh. Da. So. Das läuft. Der nervt mich gerade extrem. Jetzt bekommen wir hier so einen komischen Dingel. Aber haben wir auch Ringe bekommen. Wir brauchen noch 3 Münzen. 3 Münzen brauchen wir. Die holen wir uns hier aus diesem Raum. Bekommen wir gar keine Münzen oder was? Oh, Alter, um wen kümmere ich mich denn jetzt als erstes? Um diesen komischen Dings oder um das andere komische Dings? Oh. Machen wir erstmal den hier. Weil der geht mir nämlich mit seinen komischen Kugeln da am meisten auf die Eier. So. Los, komm, Alter. Mann. Wo sind die denn? Boah, Alter. Ja, okay, der erste ist tot. Wow. Und der ist auch tot. Wir bekommen Devil Deal und holen uns. Wir holen uns das hier, Alter. Wir holen uns das plus das. Und machen einmal so. Machen das dann so. Haben wir halt erstmal ein bisschen Leben. Wir haben zwar jetzt erstmal keine Herzcontainer mehr. Aber was ist das hier? Tour of Hearts. Okay. Und wir holen uns das hier. Ist das nochmal Tour of Hearts oder was? Ah, umsonst Geld ausgegeben. Naja. Was soll's. Gucken, was hier in den Flammen noch drin ist. Nix. Okay. Dann geht's weiter in die Womp-Ebene. Das ist nämlich das, was ich gerade meinte mit diesem komischen Stein. Wenn wir nämlich einen Raum betreten, zeigt uns nämlich, oder lässt das nämlich so aufblinken, ob hier irgendwo ein besonderer Stein ist, aber naja, anscheinend wohl nicht. Oh, hier, nice. Tour of Cups, ja, machen wir mal. Das ist nice. So, was haben wir hier? Oh, nicht gut. Oh, Alter. War es das jetzt endlich mal? Ja. Das hier ist Damage, was ich meinte. Und nicht das, was um mich herum fliegt. Dieser unnötige Ballast. Kriegen wir hier Münzen raus? Ja, 2 Münzen. Huhu.
Ach, Leute, was mache ich hier nur? Was tue ich mir hier nur immer an? So. Und los, komm, weg mit dir. Ach, Mann. Von wo kommt das denn jetzt? Von wo kam dieser rote Strahl? Boah. Mal erstmal die. Okay, hab ich. So. Oh. Ah, Mann. Die mag ich übrigens auch nicht. Weiß es das Spiel? Boah. Herrgott nochmal. Das geht aber auch besser. Na los, wo bist du? Da bist du. Ja, haben wir. Haben wir. Hier haben wir auch noch einen. Und den hier. Und so machen wir einmal. Dann nervt uns der wenigstens erstmal nicht. So. Wir holen uns Damage. 6 Münzen. Das heißt, das hier ist auch neu für mich. Werde ich gleich auch mal holen. Wenn wir so viel Geld überhaupt noch bekommen. Wer weiß. Oha. Dingel ist wieder recht sportlich unterwegs. Er ist hier wieder voll am Rasen. Wow. Alter. Entspannt euch doch mal. Und jetzt du nur noch und dann mach ich deine kleinen Brüder. So, Nummer 1 ist weg, Nummer 2 ist weg. Und jetzt bekommen wir hier so ein fliegendes Ding. Zwei fliegende Dinger. Oha. Aber der erste ist schüchtern. Ah, oder war schüchtern. Wo sind sie? Da sind sie. Och, die machen Bomben. Können die nicht dann wenigstens einmal durch die eigenen Bomben fliegen? Oh. Eine hitzige Angelegenheit hier. Bombenstimmung ist hier. Leute, ich sag's euch. So, der erste ist tot. Und der zweite lebt wohl noch, weil sonst wären da keine Bomben jetzt. Los, so, lauf mir hinterher. Lauf direkt in meine Tränen rein. Oder in meine Piercing Shots, ne? 15 Münzen haben wir. Holen uns das. Was ist das jetzt? Ja, hallo? Jetzt sag nicht. Ich hoffe, die bringt auch was. Und. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Ach, Damage. Wo bleibst du nur? Mann, jetzt werde ich sogar noch getroffen. Oh, Leute. Oh. Ja, die sind halt echt entspannt, auch wenn es 2 oder 3 sind, ne? Die bewegen halt sich halt so nicht. Die machen nichts. Das sind meine Freunde. So. Haben wir. Was bekommen wir hier? Wir bekommen sowas, aber. Nee. Nee, nee, nee. Ja, Münzen haben wir auch nicht mehr bekommen. Obwohl, warum mache ich das nicht schon die ganze Zeit? Mein Gott. Hier haben wir eine Pille, iPhone Pilz und Range Down. Ja, wunderbar. Sowas will man immer haben. So. Und so. Feuer noch kaputt machen. Wir bekommen nochmal 5 Münzen dazu. Aber wir gehen in die nächste Ebene.
und bekommen noch ein HP-Upgrade. Was ist das hier? Oh, was? Oh, nee. Freunde, ich bin tot. Das weiß ich jetzt schon. Ich werde das hier nicht überleben. Ach, Mann. Warum muss ich nur alles mitnehmen? So. Also wir haben jetzt so einen Viererschuss oder Dreierschuss. Was ich persönlich echt zum Kotzen finde. Ach, Mann. Na gut. Probieren wir es mal aus. Ach. Eine Münze fehlt. Eine Münze fehlt. Okay, der erste landet erstmal im Feuer. Warum habe ich das? Oh, ich bin gleich tot, Freunde. Das sieht nicht gut für mich aus. Na los, komm. So, ist tot. Ist tot. Oha, von wo kommt das denn jetzt? Ach, diese Dinger. So. Und du. Aber meine komische pinke Fliege macht ja gar nichts. Ach, mein Gott. Ich habe mir meinen Run gerade sowas von versaut. Scheiße, echt. Mein Gott. Ey, das kotzt mich gerade selber an, ne? Das nervt mich gerade so sehr. Das stresst mich auch gerade richtig. Vielleicht hätte ich die Aufnahme jetzt noch nicht machen sollen, weil ich nämlich gleich noch zur Arbeit muss. Aber wir können uns das hier holen. Damit sind unsere Dinger jetzt größer. Und was ist das hier? Ein HP-Upgrade. Ja, wenigstens etwas, ne? Ich bin gerade so unglücklich. Oh, Leute, Mann. Macht mich nicht fertig. So, tot und... Jetzt ist der Vogel weg. Da ist er jetzt. Tot. Mein Gott. Hier was los, ey. Ich sag's euch. So. Ja, nehme ich mal mit. Weil ich weiß nicht, was ich hier für Gegner habe. So. Und das ist einer, der mag mich nicht. Ich mag ihn nicht. Guck, sag ich doch. Er mag mich nicht. Und sehr viel Damage mache ich jetzt gerade auch nicht. Ah, aber mein komischer Vogel macht jetzt mehr Damage, weil er größer ist. Hoffe ich zumindest. So, tot. Und wir bekommen nichts, aber wir können uns was holen. Aber was brauchen wir denn von hier? Nix. Da, eventuell das hier mal. Oh, Leute. Warum? Warum? Ah ja, genau. Sicher. Ja. Übertreibt's nicht. Damage. Komm, wir holen uns Damage. Wir holen uns das hier. Ich gehe jetzt, mache jetzt alles auf Risiko. Weil anders kicke ich's hier nicht hin. Anders läuft das hier überhaupt nicht. So,
Jo, jetzt, das kann jetzt was werden. Ein Schlüssel und Dings. Was haben wir hier? Das meinte ich nämlich. Und nein, nein. Mann, kann man. Nein, können wir auch nicht. Ja. Wir haben jetzt ein fucking Herz. Ja. Genau. Ja, sicher. Das Spiel überfordert mich. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich sowas von tot. Aber ich gebe nicht auf. Ich renne lieber über die Stacheln. Freunde, es fing gut an. Es endete scheiße. Grund war, ich war zu voreilig bei dem einen Item. Hätte ich das Item nicht aufgesammelt, ich könnte schwören, wir hätten es eventuell geschafft. Aber haben wir nicht. Das heißt, wir müssen es mit Kane nochmal machen. Hatten jetzt drei Versuche. Dreimal hat es nicht geklappt. Beim dritten Versuch hätte es eventuell klappen können, aber naja. Wir werden es cool nochmal probieren müssen. Aber heute nicht. In der nächsten Isaac-Folge gibt es dann wieder einen ganz normalen Random Run. Freut euch drauf und bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.